Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Projekt Let's Ways. Es kam relativ lang nichts mehr. Warum war das so? Eigentlich, weil ich gewartet habe, dass ich einen Controller bekomme. Daraus ist immer noch nichts geworden. Das war auch nur der erste Grund. Der zweite Grund, eigentlich wollte ich ein anderes Spiel für die nächste Folge haben. Daraus ist leider auch nichts geworden. Ich hätte andere Spiele gehabt, aber das hat dann mit Aufnahme und so nicht geklappt. Deswegen müssen wir uns weiterhin mit Grid 2 begnügen. So, ich habe auch etwas. Dieses Projekt ist etwas anders geplant. Und zwar wird das jetzt eher so eine Art Lückenfüller. Heißt, ich werde die oftmals Folgen hiervon im Voraus aufnehmen. Einfach damit ich, wenn ich mal keine Lust habe, irgendwas anderes aufzunehmen. Oder ich einfach nichts anderes aufnehmen kann. Einfach damit ihr dann was habt. So, für heute hab ich mir ein kleines Ausdauerrennen ausgesucht. Wir fahren in Stufe 2 mit einer wunderschönen Chevrolet Camaro SS. Eine Eventrunde ist klar. Die KI, wie beim letzten Mal, sind euch auch sehr schwer. Erweiterte Optionen, Startaufstellung zufällig. Mal gucken, wo wir landen werden. Schaden am Auto ist vollständig. Und Rückblenden haben wir 3 Stück zur Verfügung. Ich habe mir gedacht, beim letzten Mal, das hat so gut ohne alle geklappt. Das wird vielleicht diesmal auch ganz ohne klappen. Mal gucken. Und falls dann doch mal was schief geht, haben wir immer noch 3 Rückblenden, damit wir nicht alles komplett verhauen. Als Strecke werden wir fahren den Indianapolis Grand Prix Kurs und zwar 10 Minuten lang, weil es ja ein Ausdauer-Event ist, da fällt man ja auf Zeit. Und ja, hier ist unser wunderschönes Auto und während, also hier ist unser wunderschönes Auto, was ihr jetzt nur halb so halb sieht, aber während ich jetzt hier das Rennen lade, habe ich eine kleine Überraschung für euch. Also bis gleich. So, und hier bin ich dann auch wieder nach meiner kleinen Überraschung. Und ja, dann gucken wir einfach mal, wie das jetzt hier ausgeht. Ich hoffe natürlich auf eine Podiumsplatzierung und natürlich auf Platz 1. Allerdings kann es auch gut sein, dass wir unsere 3 Rückblenden einfach sofort aufnutzen und ja, dann haben wir gelitten. Was ich euch garantieren werde, ist, dass unser Auto am Ende vom Rennen nicht so gut aussehen wird, wie es jetzt noch aussieht. Da hat er jetzt schon sogar ein paar Schrammen. Weil auf der Strecke hier neigt die KI doch ziemlich oft dazu, Lücken auszunutzen, die es eigentlich gar nicht gibt. Aber naja, gucken wir einfach mal. Warum habe ich hier die geile Camaro genommen in der Tarnkappenoptik? Für die, die mein Need for Speed Undercover Let's Play schauen, die wissen ja, dass wir dort auch eine Chevrolet Camaro fahren, zwar ein anderes Modell, und zwar das Concept Car von der hier. Also als die eigentlich noch gar nicht richtig raus war, aber im Grunde ist es mehr oder weniger das gleiche Auto. Und deswegen habe ich mir gedacht, komm,
da, wenn wir es da haben, können wir ja mal gucken, wie hier das Auto ist. Was man direkt mal sagen kann, das Auto hier hat genau den gleichen geilen Sound wie in Undercover. Also das schafft ja eigentlich jedes Muscle Car, dass das der Sound richtig fett ist. Aber ich weiß nicht, Camaros haben immer noch so eine eigene Art. Ich weiß auch nicht. Ich bin zwar an sich kein so großer Muscle Car Fan, aber also gegen so einen fetten V8, gegen so ein fettes V8 Gebulle habe ich auf jeden Fall nichts. Gut, wer hat da schon gegen was? Ja, Greenpeace-Aktivisten, aber egal. Ja. Nicht, dass ich jetzt so voll drauf wäre, so von wegen Scheiß auf Natur. Nee, Naturschutz ist natürlich schon wichtig, aber teilweise ist es auch ein bisschen, naja. Egal. So. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, was ihr von diesem Konzept des Lückenfüllers in Anführungszeichen haltet. Ja, ich denke mal, es ist für euch ganz cool, weil dadurch geregelt Videos kommen. Da ich halt nicht immer was aufnehmen kann und ja, auch nicht immer Lust dazu habe, ehrlich gesagt. Beziehungsweise Lust habe ich eigentlich so gut wie immer, aber manchmal kommen dann auch Sachen dazu, wo man einfach mal was anderes macht oder sich mal mit einem Freund verabredet, obwohl man eigentlich aufnehmen wollte. Und ja, sowas passiert dann halt mal. So ein Projekt wie das hier kann ich dann ja immer im Voraus aufnehmen. Und dann gibt es auch mal so geregelte Aufnahmen. Also dann könnt ihr eigentlich davon ausgehen, dass wirklich jede Woche ein Video, mindestens ein Video kommt. Zur Info, heute ist Freitag. Wie ist heute? Ich weiß es gar nicht. Oh, wie peinlich. Mal kurz auf die Uhr gucken. Der 10. Freitag der 14.10. Also noch ist Freitag der 14.10. Wir haben 11 Uhr. Also 11 Uhr abends. Warum nehme ich jetzt auf? Ich weiß es nicht. Ich habe keine anderen Hobbys. Wahrscheinlich. Ja. Was ihr mir natürlich auch in die Kommentare schreiben könnt, ist, wie ihr die Überraschung findet, die ich am Anfang hatte. Belegert, habe ich das gerade schon mal gestellt? Ich weiß es nicht. Ist es ein bisschen spät, also verzeiht mir, wenn ich etwas verplant bin. Aber ich hatte die Idee und ich wollte das so schnell wie möglich umsetzen, deswegen. Ja, hier habt ihr es. Jetzt sind wir schon Zweiter. Ich habe gehofft, dass wir ein paar mehr Duelle haben, aber der Mercedes lässt sich gar nicht mal so leicht abschütteln. Und Callum Kirkwood da vorne, ich weiß gar nicht, was er fährt, aber zumindest fährt er extrem schnell. Wir kommen einfach nicht an ihn ran. Eigentlich ist es gerade andersrum. Er kann sich weiter absetzen. Und wir können uns noch nicht mal großartig vom Mercedes absetzen, weil er ist jetzt schon wieder vor uns vorbei. Also, die Camaro geht auf der Geraden ziemlich gut ab. Die Sache ist nur, so in den Kurven ist sie etwas zu schwer, um da wirklich gut zu sein. Ja. Aber da wir hier eine Strecke haben, mit einer wirklich langen Geraden, sollte das eigentlich kein Problem sein. Ich glaube, Callum Kirkwood fährt einen Skyline. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber von den Farben her, das kommt mir bekannt vor. Weil die fahren ja hier in den Einzelspielerrennen genau die gleichen Rennen, genau die gleichen Rennen, genau die gleichen Autos wie in der Karriere. Und ich glaube, dass er da einen Das war die Skyline gefahren hat. schnellste Runde dieses Rennens. Oh, das ist schön. Das ist aber auch gut heiß. Wir kommen an Callum Kirkwood ran. Weil Erster, das wäre doch schon was. Wir haben noch 4 Minuten. Heißt, wir haben auch noch massig Zeit. Zuerst hatte ich vor, 10 Minuten lang zu fahren. Weil, 10 Minuten fahren wir ja jetzt. Ich meine, 15 Minuten lang zu fahren. Einfach damit wir ein bisschen mehr Zeit haben. Und dann habe ich mir gedacht, oh, ich war letztens krank. Ist vielleicht nicht ganz so gut für meine Stimme, wenn ich jetzt so lange aufnehme. Ich frage mich gerade, was mit meiner Frames-Anzeige los ist. Die ist irgendwie so ganz komisch eingerahmt. In anderen Spielen habe ich das nicht. Komisch.
Ach ja, falls sich welche wundern wollten, wo denn das Minecraft-Projekt ist. Ich bin zurzeit eher drauf und dran, Need for Speed Undercover fertig zu kriegen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, zurzeit fehlt mir ein bisschen die Motivation, Minecraft aufzunehmen, weil, naja, mir fehlen so ein bisschen die Ideen, was ich da weitermachen könnte. Deswegen werden in nächster Zeit wahrscheinlich auch weiterhin nur noch Rennspielprojekte kommen. Wahrscheinlich wird Minecraft trotzdem irgendwann weitergehen. Ich will aber jetzt nicht sagen, dass das in 2 Wochen weitergeht oder so. Ich muss mal gucken. Weil ich bin auch niemand, der irgendwas jetzt aufnimmt, weil ich da jetzt lange keine Folgen mehr hatte. Sieht man ja hier an Let's Ways. Da gab es ja lang genug keine Folgen. Ich bin eher so, ich nehme das auf, wo ich jetzt gerade Bock drauf habe. Wenn ich Bock auf Minecraft habe, dann nehme ich Minecraft auf. Wenn ich Bock auf Grid habe, dann nehme ich Grid auf. Wenn ich Bock auf My Little Pony habe, nehme ich meinetwegen My Little Pony auf. Ja, oder so. Gut. Seit dem letzten Mal hat sich auch einiges getan, was so Hardware angeht. Also zumindest Aufnahme-Hardware. Weil mittlerweile habe ich ja ein schickes neues Mikro, also Samson Go-Mic. Und jetzt auch einen Popfilter. So lasst die ganzen P, K und T-Laute etwas gedämpfter sein sollten. Was sehr gut ist. Nicht, dass ich übermäßig viele P, K und T-Laute reinbringe, aber egal. Jetzt kann ich das natürlich so oft sagen, dass ich viele reingebracht habe, aber naja. Egal. Ach ja, die Lackierung für das Auto hier habe ich übrigens extra davor nochmal ein bisschen modifiziert. Die sah davor ein bisschen anders aus. Relativ ähnlich, aber ich habe nochmal ein bisschen so mit Perleffekt und so ein bisschen was rumgespielt vorne. Ja, alles nur für euch, genau. Was ich nicht für alles für euch mache. Ich habe mich 5 Minuten lang für so ein komisches Ding reingesetzt. Oh, wow. Also, jetzt müsst ihr sofort abonnieren. Nee, Quatsch. Bloß nicht. Mit sowas fangen wir gar nicht erst an. Nicht, dass ihr mich nicht abonnieren dürftet, aber ich hasse Like-Gebettel. Damit meine ich jetzt nicht, dass, wenn sich Leute irgendwo Mühe geben, dass sie Noch irgendwo 60 am Ende Sekunden. des Videos klein sagen, ja, ihr könntet mich ja mal abonnieren, wenn euch das gefallen hat. Damit meine ich, dass in jedem zweiten Satz, ja, ich bin ja so toll, abonniert mich und all sowas kommt. Das kann ich überhaupt nicht ab. Aber egal. Okay, weiter so. Das ist alles sehr sauber bisher. So. Ich glaube, ich belasse es heute auch erstmal mit der Aufnahme. 30 Sekunden. Da ich ehrlich gesagt noch gar nicht weiß, wie ich die kleine Überraschung für euch genau rendern muss. Noch 30 Sekunden, wir werden nicht Erster. Schade. Aber ja, gucken wir einfach mal. Nur noch 10 Sekunden. Ja. Ich wollte eigentlich heute erstmal nur gucken, wie das denn so ist, ob man sowas für ein Zwischendurchprojekt machen kann und pipapo. Und Zweiter geworden. Schade. Naja, Zweiter ist auch ganz gut. Man muss sagen, der Camaro ist nicht so ein gutes Auto in der Du warst Klasse. nicht gerade überragend in diesem Event, aber du hast gut gekämpft. Halt die Klappe, ich war gut. naja, vielleicht. Eher nicht. Egal. Ja, ich möchte mich jetzt nicht irgendwie rausreden oder so. Aber gut. Naja, gut. Das war's dann jetzt erstmal für die zweite Folge von Let's Ways. Wenn euch das Ganze hier gefallen hat, würde ich mich doch sehr über eine positive Bewertung freuen. Ja. Ansonsten natürlich, wenn euch meine Videos gefallen, könnt ihr natürlich auch gegebenenfalls ein Abo dalassen. Jetzt ganz vorsichtig mal so gefragt, damit es nicht komisch kommt, aber egal. Ansonsten, wenn ihr Tipps habt, Anregungen und vielleicht auch Anregungen von wegen, was wir als nächstes für Strecken fahren könnten, was wir für Sp Spiele spielen könnten in Let's Ways und sonstiges, immer in die Kommentare mit. Da freue ich mich auch sehr rüber. Ansonsten war es das von mir. Bis dahin, euer Tiger15, aka
der Fossi-Bär.